Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde, Schatten des Krieges. Ich bin der Drabo und habe hier etwas zum Aufsammeln gefunden. Das mache ich auch gleich und dann reisen wir in ein neues Gebiet, wie ich es letztes Mal versprochen habe. Wir haben aktuell die Auswahl zwischen zwei Gebieten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einmal dem hier direkt beim Schicksalsberg Gorgoroth, eine 256er Bastion ist dort, oder doch lieber nach Seregost, wo eine Bastion mit einer Stufe von 193 ist. Das ist mir irgendwie sympathischer. Deswegen werden wir jetzt erstmal die Schnellreise hier zu unserer nächsten Mission nach Seregost machen. Ja, wir möchten das Gebiet wirklich per Schnellreise aufsuchen. Oh, etwas winteriger. Das erinnert mich gleich, muss ich sagen, an ein anderes Herr der Ringe-Spiel. An einem Krieg, der weit im Norden stattgefunden hat. Man nannte das Spiel auch Krieg im Norden. So, hier sind auch schon die ersten Gegner, die sich freuen, uns zu sehen. Besonders er hier ist bestimmt sehr überrascht. Oh, das ist gleich ein... Ne, ist kein Hauptmann, okay. Ach, Mist, den... das war dumm. Mist, der hätte Infos gehabt. Doof. Diese Feste birgt viele Magiekundige. Gut, dass du mich begleitest. Jo, finde ich auch gut. So, dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Wo wir hier gelandet sind. Wir werden auf jeden Fall hier zu dem... Ist das ein Turm? Ah ne, das ist eins von diesen Monumenten, was immer aussieht wie ein Turm. Das werden wir erstmal nicht machen. Was ist das hier? Genau, das ist der Schnellreisepunkt, wo wir auch Zeit verstreichen lassen können. Da unten sind ein paar Hauptmänner. Wir wollen aber... wir müssen wahrscheinlich da hoch, um da hochzukommen, oder? Schauen wir mal, wo wir hin können. Da ist auf jeden Fall der Weg versperrt, weil wir die Festung logischerweise noch nicht machen können. Und da unten haben wir eine Hauptmission. Ich schätze mal hier oben, wenn wir früher oder später auch eine Mission haben, dann gehen wir doch erstmal hier hin und gehen dann danach zu unserer Hauptmission hier. Gehen dann hier hin zu diesem Turm, erkunden den Turm und gehen dann zu der Hauptmission. Doch, das klingt nach einem Plan. Ich finde, das klingt nach einem Plan. Werde ich Assassin's Creed Valhalla spielen? Das weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ich könnte es mir vorstellen. Ich sage es mal so, ich könnte es mir vorstellen, ich weiß es aber noch nicht. Weil es wird halt wahrscheinlich wieder ein riesiges Spiel werden. Deswegen, es ist halt immer ein bisschen blöd mit riesigen Spielen auf YouTube, weil man die halt dann immer monatelang spielt und keine Zeit für andere Projekte hat. Oh, da war ein Gegner. Den hatte ich gar nicht gesehen gehabt. So, ich habe gelernt, umbringen ist nicht so gut. Lieber mal hier die auf unsere Seite ziehen. Genau, der freut sich sogar, dass er auf unserer Seite ist. Nicht, dass er eine Wahl gehabt hätte. So, mal schauen, ob die Gegner hier auch stärker geworden sind oder ob es hier vielleicht auch sogar eine neue Art von Gegner gibt. Wir werden es bald erfahren. Also eine neue Art von Gegner gibt es bestimmt nochmal. Könnte ich mir vorstellen. Relativ hier ist so ein Verstärkungsding. So, ich renne mal ein bisschen schneller hier rum. Bevor die noch auf die Idee kommen, mich anzugreifen. Das muss ja nicht sein. So, hier ist niemand, der mir gefährlich werden kann. Das ist gut. Dann schnell mal hier rüber. Oh, direkt oben gelandet. Läuft doch, läuft doch. Spiel noch Skylanders Giants. Ja, ich habe noch vor, Skylanders Giants zu spielen. So ist nicht. So, wo komme ich hier hoch? Da komme ich hoch. Doch, das sieht nach einem Weg nach oben aus. Den nehmen wir direkt hier. Na komm, geh hoch. Sei brav, geh hoch. Ja. Da geht es sogar weiter hoch. Einmal hier rumlaufen. Da ist eine unsichtbare Wand. Alles klar, unsichtbare Wände mögen wir nicht. Dann laufen wir halt außen rum. So, versuchen wir es nochmal. Ja, es ist wirklich ein bisschen Assassin's Creed-mäßig, das Spiel hier. Daran erinnert es auf jeden Fall. So, Kollegen, was macht ihr hier? Ihr sitzt da bequem rum. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Nein, da hat sich bestimmt nichts bewegt. Und ich war es erst recht nicht. So, da ist noch ein Gegner. Oh, der andere hat die Infos. Versuch mal, die Infos gleich von dem hier zu holen. Mal gucken, was der für schöne Infos für uns hat. Wer hier der Oberste ist. Na, den Obersten... Hör mal, warum haben die so wenig Lebensenergie? Also die kämpfen wahrscheinlich gerade gegeneinander. Okay. Wir wollen erstmal eigentlich die da unten uns holen, die Hauptmänner. Einen nach dem anderen alle vier Hauptmänner killen oder auf unsere Seite ziehen, damit wir dann gegen den hier später ziehen können. Also der ist jetzt momentan noch nicht so wichtig. Aber die Infos über die Hauptmänner, die schaden sicher nicht. Zum Beispiel über Tugok, der gemarterte. Alles klar. So, sollen wir ihn markieren als Ziel? Ne, den holen wir es noch nicht. Wahrscheinlich eh. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, welche Stufe er war. Aber garantiert über uns. So, ups. Aua. Ey, regt euch mal ab hier. Wollen wir gleich unsere Leute hier umbringen. Das können wir auch nicht gebrauchen. Wir hier erstmal wieder in die Steuerung ein bisschen reinkommen. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich hier so einen kleinen Kampf schon mal ganz am Anfang habe. So, der ist erledigt. Oh, gibt sogar einen größeren Kampf hier. So, das war schön gekontert. Wir können natürlich auch hier die Finisher machen. Ich sollte sie ja öfters machen, wurde mir in den Kommentaren geschrieben. So,
Einmal finishen bitte. Finishen. Danke. Ups. Huh. Der hat es fast noch geschafft, mir zu kommen. So, und irgendwo schießt noch ein Bogenschütze auf mich. Wo ist der Bogenschütze? Ach, da oben ist der. So. Hello there. Aua. Gibst du mir meine Lebensenergie zurück? Dankeschön. Man muss doch nur nett mit den Leuten reden hier. Oder sie einfach mit irgendwelchen Geisterkräften an unserer Seite ziehen. So, ja, ich bin hier oben. Ich bin ganz oben, top of the world und so. Da kann ich nicht hochklettern. Oh, kann ich da hochklettern? Ah, da kann ich hochklettern, okay. Also ich sehe schon, das Gebiet hier wird ein Gebiet, wo man sehr viel klettern muss, weil es sehr bergig ist. Aber ist okay, ist mal was anderes. So, wir sind jetzt schon ziemlich hoch gekommen. Ich muss gerade gucken. Ah, was sagt denn die Karte, wo ich hin muss? Das ist ja echt sehr, sehr bergig hier. Okay, da wollte ich eigentlich hin. Na gut, dann gehen wir so rum. Ist jetzt vielleicht etwas der Weg nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hätte, aber... Da konnte ich gleich direkt zum nächsten weiter. Das hat aber gerade mit der Performance nicht ganz so funktioniert. Dankeschön, GamerLP. Willkommen als Drabo-Jüngling auf meinem Kanal. So, ups. Hätte ich früher drücken müssen. So, dann noch da oben. Die unten kämpfen gegen irgendwelche Karagors gerade. Habe ich gehört. Aber das kann uns ziemlich egal sein. Wir schauen uns lieber hier die schönen Wasserspeier an. So, so, gleich sind wir ganz oben. So. Ja, man muss auf jeden Fall geistreich sein, ja. Man muss geistreichen Humor haben in dem Spiel, das ist sehr wichtig. Wenn man den nicht hat, dann, naja, Kalle Brümbe hat ihn im Zweifelsfall. Erst die Leibwächter des Hauptmänner auf deine Seite ziehen, dann begehen sie Verrat am Hauptmann. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dass man erst die Kollegen erst auf unsere Seite ziehen. Mal schauen. Müssen wir mal gucken, welche Stufe die sind, aber das, da haben wir momentan, glaube ich, auch einfach zu wenige Infos über die. Deswegen machen wir jetzt einfach mal die nächste Hauptmission, weil dann steigen wir Level auf. Und wenn wir Level aufsteigen, dann kommen wir auch mit den Gegnern besser klar. Es gibt Andorraner, die in Mordor geblieben sind. Sie werden in Mordor nicht lange überleben. Die übrigen Gondoraner müssen aus Mordor fliehen. Und das werden sie. Mit unserer Hilfe. Flieht, ihr Narren. So. Ja, gerade irgendwas von dem Erwachen erzählt, der andere Typ. So, die Kollegen haben ihn noch nicht gesehen. Ach komm, wir gehen jetzt einfach zur nächsten Hauptmission. Mal schauen, was es hier Schönes gibt. So, Verbündete heißt die Mission hier, die erste in dem Gebiet. Viele Gondorianer starben beim Fall von Minas Ithil, doch manche wurden von Saurons her gefangen genommen. Finde heraus, wie es Idril und Baranor erging. Ah, Idril hat anscheinend auch die Flucht geschafft, alles klar. Hoffen wir mal, dass es ihnen gut geht. Wahrscheinlich geht es nicht gut und wir werden sie jetzt retten müssen, aber das ist auch okay. War ich schon mal im Sealife für München? Ja, war ich. Ist aber jetzt nicht so groß und genial, das Ding. Ich bin, glaube ich, öfters vorbeigefahren. Weil das ist ja da im Olympiapark. Langsam. Baranor. Du hast überlebt. Wie hast du mich gefunden? Das war leicht. Ich bin einfach nur der Spur aus Orkleichen gefolgt. Und Idril? Entkam sie aus Minas Ithil? Wir wurden überfallen. Ich verlor sie. Viele unserer Brüder wurden gefangen. Einige konnten sich verstecken. Saurons Armeen jagen uns noch immer. Idril weiß ich zu helfen. Doch in Mordor überlebt niemand lange. Es gibt einen Ausweg. Ich muss sie nur finden. Und die anderen Überlebenden. Doch, Talion ist der hellste Herrscher. Wir müssen sie alle finden. Lohnt es sich jetzt noch Star Wars Battlefront 2 zu kaufen? Einige unserer Soldaten wurden in diesem Lager gesichtet. Obacht! Wir müssen vorsichtig sein. Natürlich lohnt es sich jetzt noch Star Wars Battlefront 2 zu kaufen. Um ehrlich zu sein, hat es sich nie mehr gelohnt, Star Wars Battlefront 2 zu kaufen, weil es nie mehr Content gab. Und es nie günstiger war. Also wenn, würde ich es mir jetzt holen, ehrlich gesagt. Was war das? War das etwa ich, der dich hier auf unsere Seite gezogen hat? Nein, niemals. So, wir holen uns gleich den nächsten hier. Das hat so nicht funktioniert. Aber beim zweiten Versuch hat es geklappt. Schauen wir mal, ob wir den da drüben auch noch kriegen. Nö, den haben wir nicht mehr gekriegt. Aber dafür haben wir ihn schön exekutiert. Muss auch mal sein. Ja, ist ja schon praktisch, wenn man die Leute mal... Ups, nicht unsere eigenen Leute hauen. Irgendwie müssen wir das ausstellen können, dass der immer unsere eigenen Leute haut.
Da war mein Konter gerade nicht so genial. Das üben wir nochmal mit dem Auskontern. Dafür war diese Kombination hier gerade schön. So, Kollege, was machst du hier? Nein, nicht unseren Bogenschützen umbringen, der ist auf unserer Seite. So, den hätte ich eigentlich gerade schon auf unserer Seite noch ziehen sollen, aber okay. So. Nein, ich möchte keinen Schulterstoß machen, ich möchte den bitte befreien. So, einmal losschneiden. Danke, Waldläufer. So, Fußspuren? Nee, Leichen. Hier folgt man Leichen, keine Fußspuren. Ach, der gehört noch nicht zu uns. Das sollten wir ändern. So, Kollege, einer mehr auf unserer Seite. Ich sollte die nicht immer gleich umbringen. Die sind nützlicher, wenn sie auf unserer Seite sind. Macht die Arbeit leichter für uns. So, einmal anschleichen. Und auf unsere Seite ziehen. Wunderbar. So, gucken wir mal. Ist der da oben? Ach nee, der ist da drüben irgendwo. Okay, den kriegen wir auch noch. So, oh, du bist doch hier. Nein, ich wollte ihn doch gar nicht umbringen. Oh. Manchmal bin ich einfach zu schnell mit dem Umbringen in dem Spiel. Ich habe ihn doch nur ganz leicht mit meinem Schwert ein bisschen touchiert. Mit der Schleichtötung kann ich jetzt mehrere töten. Das stimmt, ja, das habe ich letztes Mal verbessert, hast du recht. Aber momentan möchte ich eigentlich gar nicht so viele töten. Momentan möchte ich sie eigentlich mehr auf meine Seite ziehen. So, wir nehmen uns. Der andere sieht stärker aus. Den da versuchen wir hier gleich auf unsere Seite zu ziehen hier. So, der andere hat es noch nicht mal gecheckt, oder? Nee, hat er nicht. Das ist gut. So, wieder zwei mehr auf unserer Seite. Die brauchen wir irgendwann. Irgendwann brauchen wir die Armee. Ja, bin ich mir sicher. Ich dachte, wir wären erledigt. Meine Familie dankt dir, Waldläufer. Jo, wir helfen. Wir helfen irgendwo, wo wir können. So, wir gehen, glaube ich, direkt da hoch. Hier unten habe ich auch noch einen gesehen, meine ich gerade. Wo war hier doch noch einer? Falsch gesehen. Okay, dann war hier anscheinend keiner mehr. Mag ich Herr der Ringe oder Star Wars lieber? Ich mag Star Wars lieber. Wobei Herr der Ringe auch ziemlich cool ist. Ich finde auch, man kann beides mögen. Ups. So. Ah, die stehen hier alle so schön, das ist gut. Einmal die Hand ins Gesicht. Und schon hast du Corona. Nee, schon ist er auf unserer Seite. Jetzt mal hier rüber. Oh, du hast mich entdeckt. Das war nicht so clever von mir. Ich wollte ihn eigentlich auf meine Seite ziehen. Aber wir können natürlich noch eine Schleichbeherrschung. Das war die coole. Das war die Calibrimbor-Schleichbeherrschung. Die ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga. So, ausgewichen und erledigt. So, wo wollte ich... Ups, da war noch einer. Mist, den hatte ich nicht gesehen. Ja, ihr seid beschäftigt hier. Macht ihr mal, ich kümmere mich um die nächste Aufgabe. Ach, die ist da oben. Ach, der war da oben festgebunden. Ah, alles klar, dann war ich da so... Ach nee, hier unten ist er. Okay. So, Kollege, wir befreien dich mal und dann gucken wir mal, was diese Mission noch für uns bereithält, weil ich tippe mal, das war noch nicht alles. Ja, das Spiel gibt es auch für die Xbox One. Für die Xbox One, für die PS4 und für den PC, glaube ich, gibt es das. Gibt es für die Switch? Ich glaube nicht. Aber da bin ich mir nicht sicher. Kann auch sein. Auf jeden Fall gibt es das für die... Erreiche die Höhle, ist unsere neue Aufgabe, alles klar. Auf jeden Fall spiele ich hier auf der PS4 Pro. So, du bist schon auf unserer Seite, das ist gut. Ah, da vorne ist die Höhle. Oder? Bist du die Höhle? Ja, du bist die Höhle, du bist die nächste Zwischensequenz. Höhle, Höhle, Höhle. Geht's dir gut? Ich muss mich ausruhen. Aber nicht zu lang. Wenn du Idril findest, flieht nach Westen. Fang dein neues Leben an. Das habe ich schon einmal. Ich stamme aus der Nähe von Umba. Ein Haradrim. Ziemlich weit weg von Minas Ithil. Mein Orden sandte mich nach Gondor als Garantie für den Frieden. Doch die Haradrim hatten noch andere Feinde. Ich sollte zurückkehren, doch als ich 10 Jahre alt war, brach der Kontakt ab. Ich lebte ein gutes Leben in Minas Ithil. Ich war angesehen und glücklich. Und dann fiel die Stadt. Dann fängst du nun nochmal von vorn an. Das ist der Optimismus, den ich hören will. Das werde ich, aber nur gemeinsam mit Idril. Doch erst müssen wir sie finden. Und das werden wir. Du magst Fantasy lieber als Science Fiction, ja? Das geht mir auch so eigentlich. Deswegen ist es auch witzig, dass ich Star Wars besser finde als Herr der Ringe. Aber eigentlich bin ich eher der Fantasy-Fan. Die Uruks verwenden Soldaten als Köder.
Die haben Glück. Konntest du viele deiner Brüder befreien? Nicht genug. In manchen Wochen verlieren wir so viele, wie wir retten. Bestimmt wieder diese komischen Kriecher in den Höhlen drin, die so ein bisschen aussehen wie Gollum. Ganz eklige Viecher. So, Kollege, du kämpfst mal mit uns. Oh, da gibt's. Ich habe die Spinnen gesehen, aber ich will die eigentlich lieber auf unsere Seite. Okay, wir nehmen die Spinnen. So, einmal. Ah, ne, das sind gar nicht die Spinnen, das sind doch diese Kriecher, die ich gemeint habe. So, ihr könnt euch da vorne mal rumärgern, wir schneiden in der Zeit. Ja, genau, die Viecher habe ich gemeint. Genau, ihr könnt euch. Das war gar nicht so eine clevere Idee, glaube ich. Die Viecher zu befreien. Au! Mann. Wenn man hier nicht alle selber macht. Oh, du bist etwas vergiftet worden, mein Freund. Jetzt bist du auch noch abgestochen worden. Schlechter Tag. Den habe ich zu früh gekontert. Schon wieder zu früh gekontert. So, nochmal üben mit dem Kontern hier. Aber wir haben ja auch noch jetzt ungefähr 3 Stunden, 4 Stunden Zeit. Ich hatte schon aufgegeben. Endlich. Ich hänge schon seit 2 Tagen hier. Das ist die, ich weiß gar nicht, wie die Version heißt. Die Calibrimbor Edition ist es, glaube ich, nicht. Es ist aber auch nicht die Standardversion, die ich hier habe. Ich habe ja auch noch irgendwie Codes rumliegen, die habe ich aber gar nicht genutzt. Glaube ich nur für irgendwelche neuen Aussehenssachen oder so. So, ich konnte doch die Feuer in die Luft jagen, oder nicht? Kann ich nicht? Okay. Aber ich weiß was anderes, was wir können mittlerweile. Das da nämlich. Ziemlich coole Fähigkeit, wie ich finde. Ich musste das leider unterbrechen, sonst hätte es mich gerade eben erwischt. Wir machen nochmal einen neuen Versuch. Schon wieder jetzt, lasst mich doch mal den einen bekehren, Mensch. Ich möchte doch nur den einen hier bekehren. So, klappt dieses Mal? Jawohl. So, wieder einer mehr auf unserer Seite. Wie läuft es bei dir da vorne? Fleißig am Kämpfen. Oh, der weiß, was er tut. Der Kollege hier. Mit dem kann man gut zusammenarbeiten. So. Kaputt. Na, reicht's euch schon? Komm, den ziehen wir auch noch auf unsere Seite hier. Oder auch nicht. Er war schneller, alles klar. So, losschneiden. Bald haben wir unsere Privatarmee hier. Auf der Switch gibt's das Spiel nicht, alles klar. Animal Crossing hatte ich eigentlich nicht vor zu spielen. Am Montagabend schneit es in München. Das bezweifle ich. Das glaube ich nicht. Außer vielleicht bei der Schickeria, da schneit es immer. Aber gut, es kann natürlich auch sein, dass es schneit. Ich möchte das Gebiet nicht verlassen, ich will nur das Ding hier haben. Gib mir nur das Ding hier. Ach, das kriege ich nicht während der Mission. Alles klar, okay. Ich verlasse das Auftraggebiet nicht. Ich gehe ja schon wieder zurück, ist ja gut. Mein Controller beschwert sich hier gerade schon. Genau, momentan werden keine Mods gesucht. Normale Version oder das Standard Celebration Edition von Star Wars Battlefront 2. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was in der Celebration Edition drin ist von Star Wars Battlefront 2, aber da die DLCs alle kostenlos sind bei Star Wars Battlefront 2, würde ich fast behaupten, du kannst auch mit der normalen Version genauso glücklich werden wie mit irgendeiner anderen Version, weil du wahrscheinlich nur irgendwie zusätzliche Kleidung kriegst. Hast dich wirklich tapfer zu mir durchgekämpft? Tja, hier ist Schluss. Hier wirst du gleich sterben. Das ist gut, der Stufe 19, weil die Stufe 19 können wir bekehren. Das heißt, den werden wir uns auf jeden Fall schnappen, nachdem wir hier die ganzen anderen Gegner noch umgemietet haben vorher. So, mit euch haben wir keine Probleme. Er ist momentan eh noch mit meinem Freund hier beschäftigt. Ups, der Konter war gut. Der war genau zur rechten Zeit. Genauso wie der Konter, der war auch zur richtigen Zeit. Noch jemand? Das war ein Doppelkonter, habt ihr das gesehen? Schöne Sache. So, wie läuft's bei euch hier? Kann man hier... Oh, Kollege hier ist am Verbluten, das ist schlecht. Hä? Ich bin doch ausgewichen. Hey! Oh shit, der darf nicht sterben. So, einmal schnell wiederbeleben. Sehr gut. Ach, der ist eine Stufe 13, okay. So, wir haben natürlich noch andere Angriffe gegen den hier. Warum habe ich noch so wenig Lebensenergie, beziehungsweise warum leuchtet mein Bildschirm rot? Das sollte er nicht tun. Das mag ich nicht. Ah, wir hatten noch diese andere Fähigkeit, diese tolle. Na, wir stechen ihn erstmal ab. Er hat nämlich... Denkst du nicht? Oh, ich denke schon. So, einmal über ihn drüber und dann hier, das da konnten wir nämlich machen. Und das war eine ziemlich effektive Sache, wie ich fand. Das machen wir auch gleich nochmal, weil da kann er sich nicht so schlecht gegen wehren, gegen die Attacke. Achso, wir müssen das hier nochmal machen. Okay. So, und jetzt können wir ihn auf unsere Seite ziehen. Ich hoffe mal, das dürfen wir hier in der Mission, aber wahrscheinlich dürfen wir es nicht, weil wir in der Mission sind. Wir probieren es trotzdem mal. So, wir können ihn rekrutieren. Ja, wunderbar, dann machen wir das doch gleich. So, Boltgewitter ist auf unserer Seite. So, zum Spion machen, Herrn ausspionieren. Ja, machen wir doch gleich mal.
Geh mal deinen Herrn ausspionieren. Sieht nicht gut aus, Waldläufer. Sieht nicht gut aus. Na, dann helfen wir doch mal dir lieber mal. So, jetzt schaut's doch gleich wieder besser aus. Genau, der Frost auf dem Frost auf dem Boss, genau. Das ist, reimt sich fast. Der hat gar nicht gesehen, dass wir hier uns mit den anderen bebettelt haben. Alles klar. Aua, aua, aua. Ah, man hat schon coole Fähigkeiten im Spiel, muss man sagen, mit der Zeit. Am Anfang nicht so, aber dann mit der Zeit kriegt man schon echt coole Fähigkeiten. Zum Beispiel das mit dem Bogen, das fand ich im ersten Teil auch schon so cool. Es sind noch mehr von uns da draußen, Waldläufer. Wir können nicht aufgeben. So, alle Skins bekommt man bei der Celebration Edition. Alles klar. Wieder was gelernt. Das war ein Leibwächter. Ah, ja, das dachte ich mir fast, dass es ein Leibwächter war. Das ist keiner... Ach, der läuft jetzt zurück, okay. Dass es keiner von den Anführern oben war, ist mir schon klar. Aber wir haben jetzt zumindest mehr Infos dann über den Chef. Hab vielen Dank. Hauptmann Baranor. Karas, hast du die anderen gesehen? Idril, sie lebt noch. Wir wollten zu den Kampfgruben, wurden aber gefasst. Sie ist entkommen. Wie ich Idril kenne, ist sie dorthin unterwegs. Sie lebt? Sie ist am Leben. Ich kann es kaum glauben. Wir werden sie finden. Naja. War jetzt nicht so schlecht die Mission, aber wir haben auch schon spannendere Missionen gehabt. So, und damit sind wir Stufe 20 geworden. Das wiederum ist eine sehr gute Sache. Die nächste Mission ist auch nicht allzu weit. Baranor. Achso, das gibt dir neue Infos über ihn. Genau. Gerade noch mal was gucken hier. Ups. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte gerade noch mal was anderes gucken. Und zwar... Wobei, doch. Ach, schauen wir einfach mal. Wir haben jetzt neue Fähigkeiten wieder. Das heißt, wir können unseren Charakter wieder verbessern. Ein neuer Fähigkeitenpunkt nur für uns. So, was verbessern wir denn? Wir könnten mal dieses Viecherreiten verbessern. Lass wir uns mal die ganzen Viecher holen, oder? Dass wir das mal verbessern. Dann können wir schon mal die Grauks auf jeden Fall uns auf unsere Seite holen. Weil die sind mächtig. Dann sind wir alle Fähigkeiten freischalten. Das ist schon mal nicht schlecht hier. Oh, hier habe ich eine Fähigkeit sogar übersprungen. Okay, da kann man bloß den Geist hinterlassen. Okay, nee, ich will die Gegner eigentlich gar nicht so viel töten. Ich will euch jetzt mehr auf meine Seite ziehen, glaube ich, oder? Naja, schauen wir mal, wie wir das so handhaben. Inventar. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal auch noch irgendwelche anderen Sachen gefunden. So, hier hatte ich zum Beispiel einen neuen, der ist sogar Stufe 17 hier, aber der macht nur 3 dazu und der hier hat, glaube ich, mehr so Bonus. Erhöhter Giftschaden bei Feinden, verringert Dauer von Feuer um 80%. Ja, ich glaube, das mit dem Feuer behalten wir auf jeden Fall bei. Hier mal auf jeden Fall noch eine neue Rüstung, aber die ist auch schlecht. Stufe 18 ist schlechter. Okay, nee, dann bleiben wir dabei bei dem, was wir haben. So, oh, die nächste Mission ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Da können wir gleich direkt hinlaufen. Ja, die ist echt da, direkt da drüben. Alles klar. Na dann, nix wieder rüber. Muss den Turm umhauen. Wir können nicht alle retten, Talion. So, genau. Wo bin ich jetzt gerade? Hier bin ich doch irgendwo. Genau, ach komm. Wir wollen jetzt nicht die Armee sehen, wir wollen jetzt darüber gehen zur nächsten Mission. Bitte schön. Ist vielleicht schon tot. Bei meinem Schwur. Wir finden sie. Niemand ist hier tot. So, irgendwas hat hier gerade rumgeroart. Der Tag und das am helllichten. Ist überhaupt Tag? Weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir eine neue Mission, die heißt Blutsport. Idril ist zwar am Leben, doch niemand überlebt lange in Mordor. Mhm. Untersuche die Kampfgruben. Oh, Kampfgruben waren wir auch noch nicht. Schauen wir uns doch einfach mal an. Ja, man braucht für alle PlayStation-Spiele PlayStation Plus. Also auch für Battlefront 2. Also für alle PlayStation-Spiele, die man Multiplayer spielen möchte. Unser Elend ist ihr Vergnügen. So. Stufe 63. Bist du neuer Feind? Schattenkaragor. Schattenkaragor sind stärker und zäher als normale Karagor. Diese seltenen Bestien werden normalerweise von treuen Karagor-Begleitern, die an ihrer Seite kämpfen. Dann werden wir ihnen den Spaß verderben. Habe ich wohl nicht noch gesagt, es kommen neue Gegner. So, ach, wir können sogar mächtiger Schuss. Ah, das war mächtiger. Na dann, ziehen wir es doch auf unsere Seite. So, komm mal her. So. Oh, das ging schnell mittlerweile. Besiege die Oloks. Welche Oloks? Du tötest Bestie. Ich töte dich. Hab die Bestie nicht getötet. Hey, bleib da. Bleib da. Hey, da geblieben. Die Oloks können wir leider nicht reiten. Oh, wer war das? Ist das Idril? Klingt fast Idril, ja. Ist Idril. So, den ersten hätten wir.
Zeit für Nummer 2. Jawoll. So, was haben wir hier sonst noch? Irgendwelche Grubenkämpfer. Na, mit dem werden wir locker fertig. Die fressen doch zum Frühstück. So, oh, ich kann sogar, mit dem kann man sogar mehrere Karagors noch herbeirufen. Noch andere. Das ist gut. Und Konda kann man auch noch mit dem. Ja, Wahnsinn, was der alles kann. So, wie könnte man die Gegner essen? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie könnte man die Gegner essen. So, jedenfalls nicht. Oh, kontern, kontern. Ah, das ist schön. Nee, noch kann ich sie nicht hier direkt umbringen. So, hier kann ich sie nur umhauen, wenn ich auf dem Viech drauf bin. Aber das reicht mir auch schon. Auf jeden Fall schön ausgekontert, die Gegner hier. So, kann man sie nicht so irgendwie... Ah, so kann man die, glaube ich, töten, die Gegner, oder? Ja, ich muss sie erstmal wieder auf den Boden hauen. Ups. Na, egal. Wir hauen die Gegner mal weg, auf jeden Fall. Der war noch nicht mal da in der Nähe und trotzdem hat er ihm die Füße weggezogen. Alles klar. Muss mal gucken, dass es den anderen beiden nicht schlecht geht. Das wäre nicht so gut. Au, hörst du auf, mich mit irgendwelchen Zeug zu bewerfen? Das mache ich ja gar nicht. So, beim nächsten Verbündeten des Reiters. Nee, anscheinend kann ich die jetzt schon... Achso, doch, die Fähigkeit müsste ich schon haben, dass ich mich herbeirufen kann. So, war da schon alles. Are you not entertained? Besiege den Hauptmann. Oh, Hauptmann. Na, wunderbar. Oh, Stufe 24. Den können wir leider nur umbringen, den Hauptmann. Den können wir leider noch nicht auf unsere Seite ziehen. Da sind wir leider zu low-levelig. Du tötest deinen Orlok und meinst, der Ärger wäre vorbei? Nein, nein. Der Ärger beginnt jetzt erst. Na, dann schauen wir mal, ob der Ärger beginnt hier. Hier weichen auf jeden Fall besser nochmal aus, bevor hier alle unsere Leute draufgehen. Das wird jetzt auf jeden Fall ein schwierigerer Kampf. Der ist echt groß. Ausgewichen. Eigentlich hatte ich das zumindest versucht. Aua. Okay, ich glaube, wir lassen das mit dem Karagor. Wir versuchen das besser mit dem Einfrieren. Ah, steht doch auf, Mensch. Ich glaube, das Einfrieren ist bei denen echt besser. So, dann kann man ihn schön von hinten ihn... Oh, den kann man hier einfrieren. Ausweichen. Ups, weg. Kann man den echt nicht einfrieren. Oh, das ist ein dicker Brocken. Uiuiui. Ah, der hat so eine Rüstung, so eine blöde. Deswegen kann ich den nicht einfrieren. Oh, nervig. Jetzt konnte ich ihn gerade einfrieren. Warum ich es auch jetzt gerade in dem Moment konnte, weiß ich nicht. Aber Hauptsache, ich konnte es. Ups, nochmal schön ausweichen hier. Wunderbar. Cool, wir bringen ihn einfach um. Dann haben wir ein Problem weniger. So, machen wir nochmal eine Hinrichtung zwischendurch. Ups, Hinrichtung. Nein, jetzt erstmal so killen. Alles klar. Gut. Jetzt aber die Hinrichtung. Ach nee, jetzt ist sie nicht mehr freigeschaltet. Okay. Ups, ausgekontert. Das ist echt praktisch, dass es einem angezeigt wird, wenn man diese Eisattacke machen kann. Dann wird man nämlich auch locker mit den Hauptmännern hier fertig. Ups. Den hier nochmal schnell ausgekontert. Meine anderen beiden Freunde scheinen sich auch gut zu schlagen. Ah, das sieht doch richtig nach Kämpfen aus hier, wenn man nicht getroffen wird. Und schön über die Gegnern ausweicht. So. So. Aua, 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 aua. Nee, wir bringen dich jetzt leider um. Tut mir leid. Wir sind leider noch zu low-levelig. Ich bin Level 20 mittlerweile. Weil da gerade jemand gefragt hat. So, nicht Level 18. So, aua. Ich hatte das nochmal geschafft, gerade eben. Schade eigentlich. So, gleich haben wir ihn. Mal schauen, ob er sich nochmal retten kann, aber ich denke nicht. Ich denke, wir kriegen ihn direkt. Ups, nochmal ausweichen und dann jetzt. Jetzt muss es das doch sein, endlich. Geht doch. So, der Zerstörer wurde zerstört. Oh nein, oh nein, da passiert irgendwas. Oh ja, Idril kann kämpfen. Ich hatte solche Angst. Ich habe überall nach dir gesucht. Und ich nach dir. Komm. Ich bringe dich nach Hennet an und dort bist du sicher. Nein. Ich bleibe in Mordor. Bis all unsere Brüder frei sind. Komm jetzt. Wir bereden das später. Mein Vater opferte ganz Minas Ithil, um mich zu schützen. Ich lasse mich nicht mehr beschützen. Nie wieder. Nicht von dir. Nicht von irgendwem. Idril. Du wirst hier sterben. Dann ist das mein Schicksal. Ich werde bleiben. Geht. Geht, die Verstärkung wird bald hier sein.
Wir sehen uns wieder. Keine Ahnung, wie die Quest heißt, sorry. Ja, ich weiß, ich hätte ihn beschämen können, aber das war gerade bewusst nicht gemacht. Wie gesagt, 4 sind es ja von diesen Hauptmännern hier und einen... Jetzt sind es nur noch 3, das ist schon mal gut. Könnte ich doch eigentlich den einen von meinen Leuten befördern, oder? Sie fürchtet nichts und niemanden. Das ist richtig, ja. Die Dame hat es auf jeden Fall drauf. So. So, ich möchte einmal zu meiner Armee gehen, bitteschön. Genau, wir haben doch... Hä? Ich dachte, ich hätte jetzt einen von denen gerade umgebracht, aber das war nur so ein normaler Hauptmann, den ich vorhin gerade umgebracht habe. Ach so, schade. Ich dachte, das wäre einer von denen gewesen hier. Stufe 30 sind die sogar. Uiuiuiui. So, Kollege, was hast du denn hier? Ach, das ist sogar... Ah, okay. Den können wir sogar befehligen hier. Wenn du gefragt hast, kann er nicht mehr als dein Spion handeln, okay. Ach so, nee, dann spionier mal weiter da oben. Da schadet sich ja nicht. So, okay. Alles klar. Gut, jetzt bin ich wieder informiert. Ja, das ist das Problem. Danke, dass ich dir auf dein 7 Jahre, bei meinem 7 Jahre alten Ankh-Video noch geantwortet habe. Bitteschön. Ich antworte momentan, versuche ich mal wieder auf alle Kommentare zu antworten. Und ja, auch auf auf Kommentare bei 7 Jahre alten Videos. Ich finde deinen Spion, Waldläufer. Ein bisschen Angst und einige Fehlinformationen sorgen für einen Spion, der dir nichts Nützliches liefert. Stimmt, ihr habt recht gehabt, ja. Da sind tatsächlich noch Sachen gewesen. Danke für den Hinweis, die hätte ich jetzt fast liegen lassen. Hier war nämlich noch was. Das hier. So, jetzt hoffe ich mal, dass die anderen mich davon nicht abhalten. Oh, ein Mantel, ein goldener. Dann den nehmen wir doch gerne mit. So, das ist die Hauptquest, wenn du das hier meinst. War das der neue? Ach, das ist der neue Mantel, glaube ich. Okay, +6 schleichen. Ja, warum nicht? Komm, nehmen wir mit. Sind wir nicht so. Kennen wir nichts. Wo ist mein Karagor? Karagor. Hey, nicht mein Karagor kaputt machen. Oh, das lebt nicht mehr lange. Weg hier. So, der Stufe 22. Und er mag keinen Karagor, alles klar. Ups, nein, mein Karagor ist gestorben. Ihr Schweine. So, gucken wir mal auf. Au. Lass mich weg hier. Ich möchte gerade nichts mit euch zu tun haben. So, schauen wir mal auf die Karte, was wir hier als nächstes für Missionen haben. Ja, da könnten wir theoretisch die Festung erobern, aber bis wir da Feste erobern, müssten wir auf jeden Fall noch mindestens einen auf unsere Seite ziehen. Wo ist unsere nächste Mission? Was ist das hier? Ah, das war eine von diesen... Okay, das ist eine... Ja, das ist eine von den Hauptquests. Dann machen wir mal die Quest als nächstes da unten. So, hatten wir nicht hier noch irgendwo was? Genau, wir hatten nämlich noch hier das Ding, wollte ich auf jeden Fall noch anschauen. So, hier ist einer von den... okay, das war Turk, der gemarterte. Das war einer von den oben von den Häuptlingen. Ach komm, versuchen wir mal einen von denen umzubringen, wenn wir schon hier sind. So, wird sicher nicht einfach, vor allem, weil er seine Verbündeten noch mit dabei hat. Aber hey, man kann es ja mal probieren. Wenn es nicht klappt, ist es auch nicht so schlimm. So, mal nach oben. Wann kommt die erste Folge vom Livestream? Das weiß ich nicht. Bald. Weil die Livestreams kommen ja momentan immer alle 2 Wochen. Das heißt, es dürfte auch nicht allzu lange dauern, bis die erste Folge dann hier davon kommt. Sonst schaffe ich es ja nicht, innerhalb der 2 Wochen alle Folgen hochzuladen. So, was ist das hier eigentlich? So, du bist einer von den Gegnern auf jeden Fall, der jetzt für uns kämpft. Aber das war nicht das, was ich suche. Ich wollte eigentlich das hier. Was ist das hier? Megras. Hä? Was ist Megras für eine Mission? Ich bin gerade verwirrt. Ach, das ist eine von den Calibrimbor-Missionen? Aha. Okay. Also aber auch so eine Zeitmission oder so. Naja, wir versuchen erstmal den hier jetzt hier zu erledigen. Massaker heißt die Mission. Wir sind zum Ausgangspunkt gegeben. Ich versuche den hier gerade nochmal auf unsere Seite zu ziehen. So. Die anderen Vögel da drüben suchen mich, glaube ich, auch noch, oder? Na egal. Wir probieren es einfach mal. Warum auch nicht? Ja, es gibt verschiedene Hauptquests. Ah, okay. Alles klar. Na dann, schauen wir mal, ob wir ihn besiegen können. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir 3 Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.